Ein kleines Waisenmädchen, das trotz ihrer harten Kindheit nie den Glauben an eine bessere Zukunft verliert oder auf dem Weg zu einer starken, jungen, erwachsenen Frau immer ihren Weg geht und dabei alle um sich herum verzaubert. Das erwartet uns ab dem 12. Mai in der neuen Netflix-Originalserie Anne Who Is an E. Eines Tages traf Prinzessin Cordelia im schönsten Königreich der Welt ein. Sie kannte keine Seele und fürchtete, niemand würde sie mögen. Wir hatten Mrs. Spencer gebeten, uns einen Jungen zu bringen. Sie wollen mich nicht. Es hat keinen Zweck zu weinen. Es gab ein Missverständnis. Mädchen können alles, was ein Junge kann. Und mehr. Hey, wer bist du? Mein Name ist Anne Shirley Cuthbert und bitte schreiben Sie Anne am Ende mit E. Cuthbert! Wieso kommst du mit diesem Waisenmädchen? Ich esse nicht neben einer aus der Gosse. Was würde sie uns nützen? Wir könnten ihr vielleicht etwas nützen. Ich denke mir immer Geschichten aus. Das könnte ich nicht. Vorstellungskraft ist nicht meine starke Seite. Ehrlich? Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. Du bist lächerlich. Wollen wir schwören, für immer und ewig beste Freundinnen zu sein? Ich schwöre feierlich, Diana Barry treu zu sein, solange Sonne und Mond existieren. Du kannst einfach mit Worten umgehen. Träume gehen nicht häufig in Erfüllung, oder? Unsinn. Ist es nicht wunderbar, dass jeder Tag ein Abenteuer sein kann? Es ist leicht, Green Gables zu lieben, nicht wahr? Die Serie basiert auf der internationalen Bestsellerreihe von Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables, und wurde für CBS und Netflix produziert, und zwar von keiner geringeren als von Showrunnerin Moira Wally-Bechet. Sie war eine der Autoren der Erfolgsserie Breaking Bad. Die Serienadaption spielt in den späten 80er Jahren, und zwar genauer gesagt auf Prince Edward Island, östlich von Kanada gelegen. Es geht um die 13-jährige Anne Shirley. Sie ist Waisenkind und auch gleichzeitig Außenseiterin, da sie fast ihre gesamte Kindheit in diversen Waisenhäusern verbracht hat. Dadurch war die Kindheit natürlich geprägt, vor allem durch Mobbing und auch Ausgrenzung und Vorurteilen. Und diese schwere Kindheit hat sie eigentlich nur durch ihre immense Vorstellungskraft und ihren unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft überstehen können. Dann endlich scheint sich ihr Wunsch nach einer besseren Zukunft zu erfüllen, denn sie wird eines Tages von dem in die Jahre gekommenen Geschwisterpaar Marilla und Matthew Cuthbert adoptiert. Als sie jedoch auf dem Hof der beiden ankommen, fallen eben diese aus allen Wolken, denn es hat dort wohl ein Missverständnis mit dem Waisenhaus gegeben, denn das Geschwisterpaar wollte eigentlich einen Jungen adoptieren, der ihnen auch sozusagen in ihrem gesetzten Alter zur Hand geht, dort auf dem Hof, und eben ein Mädchen kann das in ihren Augen eben nicht leisten, und deswegen teilen sie ihnen auch sofort direkt nach ihrer Ankunft mit, dass diese dort nicht bleiben kann, nicht von ihnen adoptiert wird und wieder zurückgeschickt wird zum Waisenhaus. Zunächst macht sie natürlich Verzweiflung, Wut und auch Trauer bei Anne breit, aber diese innere Verzweiflung überspielt sie dann ganz gekonnt durch viel Charme, Humor und ihre innere Vorstellungskraft und entgegnet ganz direkt und frech dem Geschwisterpaar, dass alles, was ein Junge leisten kann, sie auch imstande ist zu leisten und sie sich halt eben nicht so einfach wieder wegschicken lässt. Und tatsächlich schafft sie es mit ihrem immensen Temperament, nicht nur das Geschwisterpaar, sondern auch die gesamte Kleinstadt um sich herum zu verzaubern und dann sozusagen auch dort bleiben zu dürfen. Die Serie orientiert sich sehr stark an der Buchvorlage, greift allerdings auch neue, aktuelle Themen wie Mobbing, Vorurteile und die Suche nach sich selbst auf. Die Rolle der Anne wird gespielt von der jungen irischen Schauspielerin Amy Beth McNulty und das Geschwisterpaar wird gespielt von Geraldine James und R.H. Thompson. Ich muss sagen, als ich mich mit der Handlung von Anne zum ersten Mal auseinandergesetzt habe, habe ich wahnsinnig viele Parallelen zu der momentan richtig erfolgreich laufenden Serie Tote Mädchen Lügen nicht auf Netflix gesehen, denn auch hier behandelt die Serie wahnsinnig aktuelle Themen wie Mobbing und Vorurteile und auch Ausgrenzung. Zum Beispiel geht Anne dort auch in eine Schule, wo sie von ihren Mitschülern aufgrund ihrer Herkunft aus dem Waisenhaus ausgegrenzt wird und auch gemobbt wird. Ich bin gespannt, was ihr von dieser neuen Netflix-Originalserie haltet. Schreibt mir es bitte unbedingt unten in die Kommentare rein, da bin ich natürlich wie immer wahnsinnig gespannt drauf. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, ihr kennt die Systematik, lasst mir bitte unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich auch den Kanal Streamwars, falls ihr es noch nicht getan habt. Das würde mich wie immer wahnsinnig stark unterstützen. Ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, möge der Stream mit euch sein. Bis bald. White Whale Delight.
This here is Barry's pawn. I don't like that name either. I shall call it. Let me see. The Lake of Shining Waters. Yes, that's the right name for it. I know because of the thrill. Do things ever give you a thrill? I don't rightly know. There has to be something. Well, no. I suppose it kind of gives me a thrill to see those ugly white grubs spayed up in the cucumber beds. Well, I suppose I can imagine that. I hate the look of them. I like to be rid of them. Well, I suppose I gave Mrs. Hammond a thrill then. She was happy to be rid of me after her husband died. Who's Mrs. Hammond? I worked for her family, taking care of the children for a few years. She had 8. Sure seems to make some people angry when they have so many children. Mr. and Mrs. Hammond were certainly vexed all the time.